Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben seit letztem Mal ein kleines Problem. Ich nenne es mal klein, weil wir wollen kein großes Drama draus machen, aber wir haben ein Kupferproblem. Und Kupfer ist, wie wir alle wissen, eine wichtige Ressource bei uns. Wahrscheinlich einfach durch den großen Wartungsaufwand kommt natürlich ein höherer Aufwand drauf an. Wie gesagt, wir haben allein unsere Wartung jetzt verdoppeln müssen, um den Haushalt zu halten. Ich würde gerne das hier rein auch noch erhöhen. Ja, es ist jetzt nicht der beste Tag, wie man so schön sagt, natürlich. Wir werden natürlich weiterhin schauen, dass wir das Ganze hier Stück für Stück vorankriegen. Aber fürs Erste heißt es leider in dem Bereich warten, denn ich will jetzt nicht die Ressourcen, die ich jetzt hier gelagert habe in der letzten Zeit, verlieren. Deswegen werden wir hier weiterhin produzieren. Was ich aber machen werde, und ich glaube, das ist ein schlauer Move, um zu schauen, dass der Rest auch weiter verarbeitet wird. Was ist, wenn ich dich auch nochmal erhöhe? Wir haben genug gelagert. Jetzt ist es gerade wieder Glas. Es ist halt einfach, weil wir keine Pufferzone dazwischen haben. Weil auch massiv bearbeitet wird. Es ist wahrscheinlich jetzt einfach doch leider echt erstmals warten. Warten und schauen. Weil Kupfer ist lustigerweise eine der wenigen Ressourcen, die wir hier rauskriegen. Wir kriegen lustigerweise Glas raus, was ich bis jetzt noch nicht so ganz verstehe. Weil Glas ist ja eher so eine Sache, die gar nicht aus den Werkstoffen, die wir hier rauskriegen, eigentlich wiederholen können. Und das ist natürlich so die andere Sache. Zum Glück, unsere Ressourcen schauen soweit einfach alle eigentlich gut aus. Die Wasserstoffidee liegt aktuell ja noch auf Eis. Ich hoffe, dass wir die einmal bald immer wieder aufnehmen können oder wieder in die Richtung gehen können, zu überlegen, ob wir da was machen. Lustig, die Tanks sind bumm leer. Und wie es ausschaut, läuft die ganze Anlage grundsätzlich sehr, sehr gut. Was ich gut finde. Das heißt, dass wir rein theoretisch aktuell keine großen Probleme haben. Klar, das ist jetzt gerade rot, das ist auch leider eher rot. Baumernten zugewiesen, zu Gebäuden zugewiesen. Ja, das sind halt die Transporter, die fahren sollen und. Aber die fahren halt zwischendurch aktuell nicht, weil wir doch relativ genügend Ressourcen haben. Die Kollegen hier hinten sind auch wieder am Bauen, aber ich glaube, wir sind schon wieder durch. Yep. Und deswegen kriegen sie von mir eine ganz simple Aufgabe. Sie sollen die Seiten links, rechts um jeweils zwei weiter ausgraben. So, okay. Kollegen sollen das noch alles richtig stellen. Und dann werden wir Stück für Stück das Ganze hier abgraben. Ja, das bedeutet natürlich, dass wir wieder Einstürze vermuten dürfen und alles. Warum fahrt ihr jetzt wieder zurück? Naja. Wir haben den ganzen Berg aber abgearbeitet. Und vom Verkippen her sind wir auch massiv dabei. Also wir haben die nächsten rein theoretisch Kalkablagerungsflächen auch schon ready to go zum Angraben. Die Kupferminen liegen offen, das ist super. Du kommst ja an diese Kupfermine ran. Ohne Probleme. Wenn wir uns jetzt hier vielleicht mal so anschauen, sehen wir jetzt natürlich auch sehr gut, wie weit die gehen. Hier ist natürlich jetzt ein bisschen mehr abzugraben, bis man an die Mine kommt, aber grundsätzlich kommen wir an fast die komplette Mine ran. Wobei ich auch ziemlich sicher sagen kann, dass das hier alles kupfersicher ist hier zwischen. Wie hier auch. Und hier ist lustigerweise nicht so viel drüber, wie es ausschaut nach den Scans.
Natürlich hier drunter ist Sand und Gold und alles, aber ganz ehrlich, darum mache ich mir am wenigsten Sorgen in dem Fall. Aktuell mache ich mir am meisten Sorgen immer noch ums Kupfer. Und nicht, weil wir so wenig auf Lager hätten oder sowas. Das ist absolut nicht der Fall. Sondern eher das Problem... Wait. Ich glaube, ich habe ein Problem gefunden. Er hier. Das sind die langsamen Anlagen, die wir haben. Natürlich. Oh mein Gott. Wie konnte ich darüber nie nachdenken? Es ist unsere Produktion hier hinten, von der das Problem ausgeht. Das ist das gesamte Problem. Oh mein Gott. Hier ist auch wieder ein Teil, der... Das könnte natürlich auch viel verändern. Wenn die Produktion gar nicht auf Schnelle läuft, weil die Kohle ausgeht, weil alles Dauer läuft. Natürlich. Hier ist noch so ein kleiner, feiner Teil, der auf Stufe 1 ist. Der bremst natürlich auch noch. Das sind ganz viele Kleinigkeiten, die da Probleme machen. So. Jetzt sollte die Kohle ankommen. Hier sind auch noch Teile, die einfach nicht up to date sind. Oh mein Gott, war einfach das die ganze Zeit das Problem? Alter, wenn das das Problem war... Das ist mir gar nicht aufgefallen. Teilweise, da guckst du gar nicht drauf. Ich habe mich nur gefragt, was zur Hölle wird da so langsam angeliefert, gerade eben mit diesem einen Blickwinkel. Aber oh mein Gott, wenn das die ganze Zeit das Problem ist, müssten wir jetzt wieder... Ja, jetzt füllen sich auch wieder die Lager. Oh mein Gott. Das war nicht irgendetwas niedrige Produktionskapazität. Das hätte mich eh schon gewundert bei der Anlage. Es war einfach keine zureichende Kohlezufuhr. Schaut mal, wie die Kohle jetzt sinkt. Oh mein Gott. Das kannst du echt keinem erzählen. Schau mal, wie jetzt das Kupfer hochgeht. Gebt euch das, warte, Kupfer, 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 wo bist du? Da, nee, geschmolzenes Kupfer. Ich finde diesen braunen Balken gleich. Gib mir eine Sekunde. Ich bin blind. Also, nein, nichts, ich bin nicht blind. Das will ich keinem vorsagen. Es gibt genug blinde Leute, die damit ein größeres Problem haben. Ich bin einfach, Wort im Sinne des Wort, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich bin einfach zu blöd, was zu sehen, was man sehen sollte. Hier, Kupfer. Menge. Da ich mal kurz vielleicht nichts geworden, dann ging die Produktion wieder nach unten. Aber das da ist unser eigentlicher Stand. Da sind wir jetzt gerade. Wie wir so die letzten Monate gehalten haben und jetzt flup weg. Das Lager füllt sich wieder, ja, und wie? Das sollte unserer kompletten Produktion jetzt wieder helfen. Und
Und die ersten zwei Anlagen hier werden jetzt auch mal auf robotisch umgeschaltet. Von 8 Leuten, die benötigt werden auf... So, wait, warum? Nein, wir machen das nicht mit Stahl, wir machen das mit Eisen. Oder kann... Oh, du kannst es nur mit... Oh, okay. That could be an interesting problem. So, dann müssen wir aber euch alle upgraden. Schauen wir, wie gut sie das alles aufnehmen. Den Kabelanschluss hier kappen. Dann sagen wir, machen das hier. Ah ne, warte mal, das war's auch nicht. Sondern wir machen das hier. Wir machen Pipette hier. Dann leeren wir die... Nein, 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 das war's nicht, was ich wollte. Ich wollte, dass wir das... Genau, und deswegen brauchen wir diese scheiß Aufzüge. Aber hier auch wieder der Unterschied der Geschwindigkeiten. Wir bringen mal das Ganze hier ein bisschen auf Speed. Diese ganze Anlage läuft auch natürlich nicht so extrem flott. Die Lager sind aber noch voll, das ist wichtig. Könnt ihr bitte die Dinger noch hier leeren? So, jetzt müssen wir natürlich nachfüllen, weil jetzt haben wir kurz die Produktion ausgeschaltet gehabt. Ihr seid wieder soweit ready. Aber ihr braucht trotzdem Mitarbeiter, aber weniger. Von 8 auf 2 runter. Das wäre natürlich gut zu wissen, du produzierst... Und verdoppelt die Produktion. Holy shit. Okay, das macht schon viel aus. Das macht schon einiges aus in dem Fall. Wollte ich mich nicht eigentlich um die Chipsproduktion kümmern? Achso, ja, dann hatte ich das Kupferproblem. Wir liegen jetzt bei ca. 1500. Ich lege jetzt mal die ganze Überproduktion ab und gehe wieder auf Standardproduktion. Ich hoffe, dass das weiterhin ausreicht. Aber ich glaub's mal. Es dürfte auf jeden Fall Kohle kein Problem mehr sein. Es ist immer noch so dumm. Da ist immer noch... Wie viel ist denn da? Das kannst du ja keinem erzählen, dass da so viel ist. Soll ich das wieder lernen?
So, jetzt laufen schon mal 3 von 2. Das ist super. Und dadurch sollte jetzt auch der Rest unserer Anlagen wieder versorgt werden. Er hat zum Glück einen Puffer. Das ist massiv wichtig in dem Fall. Obwohl man natürlich überlegen müsste, ob man denen nicht auch einen Puffer geben würde. Also einen vollen Puffer. Von dem der Rest dann ausnagen kann, wenn mal wirklich Probleme auftauchen. Obwohl natürlich die Hoffnung ist, dass sie immer überproduzieren. Ne? Jetzt zum Beispiel produzieren wir über. Jetzt wird massiv reingeschickt hier. Und ich würde jetzt die auch mal auf Verbindung 2 verbessern. Um die Produktionen noch schneller auffüllen zu können, wenn was ist. Das sollte schon viel bringen. Das ist zwar nur ein normales Förderband jetzt in dem Fall, aber rein theoretisch hätte es die Möglichkeit, geupgradet zu werden um eine Stufe. Das ist nicht schlecht. Trotzdem werde ich dich hier verlagern und deswegen schalten wir dich jetzt trotzdem komplett aus. Warte, jetzt erstmal hier vielleicht auch die Zuführung hier. Die bis hier drüben geht nochmal aus. Gut. Haben wir eine Krippe oder warum seid ihr schon wieder so knapp aneinander? Ah ne, okay, wir sind bei plus 31 noch gut. Puh. Hab mir schon wieder gedacht, dass ich mich aufregen muss. Ach, das ist nur die. Ach, das ist nur die Anlagen. Eine Anleitung. Gut. Nee, aber wir stehen immer noch gut da, wie es ausschaut. Also ich glaube, wir haben einen Großteil der Probleme wo fahre ich hin? Abwenden können. Die Kollegen buddeln sich jetzt hier durch. So. Wir machen das hier nochmal fertig. Dann werden wir gleich Blöcke hier vorne anfangen rauszugraben oder die eine Seite weiter aufgraben. Wir haben den, auf jeden Fall die Mission erledigt, wirklich einen Korridor zu schlagen, was ich immer noch Hammer finde. Das zeigt wieder, was wir machen können, wenn wir wollen und sollen und so. Aber ja, wir sind hier, ja, ich bin nicht ganz zufrieden, das muss ich sagen. Ich hätte gerne auf Wasserstoff umgestellt, aber das zeigt, dass die Energie halt doch in dem Fall sehr, 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 sehr problematisch sein kann. Wie schaut es aktuell eigentlich aus? Oh, warte mal. Ich reduziere dich mal wieder vielleicht auf ein bisschen weniger. Wir kriegen den Dampf nicht raus. Wie scheint aktuell eine Überproduktion an Dampf. Dann reduzieren wir erstmal mal die Anlage hier. Der Zwischentank ist bummvoll. Ich glaube, das ist dann auch nicht unbedingt gut. Aber jetzt sollten wir genug kommt noch immer noch genug zurück, dass der Hahn jederzeit arbeiten muss. Was natürlich auch der Hammer ist. Und jetzt pumpen wir schon Wasser wieder zurück ins öffentliche Meer. Was eigentlich schon echt traurig ist. Gut, Leute. Ich würde sagen, aber beim nächsten Mal müssen wir uns ein bisschen weiter darum kümmern, dass wir auch die Forschung vorankriegen. Bedeutet, wir müssen schauen, dass unsere Chip-Produktion jetzt wirklich vorangeht. Weil aktuell stecken wir mit einer sehr langsamen Produktion drin und das sollte sich doch eventuell ändern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.